Ja, moin Leute und herzlich willkommen, ne? Ich prüfe gerade nochmal eben kurz. Okay, ich bin in-game gemutet. Letztes Mal haben wir hier den Wald zu Ende gemacht. Da steht irgendwer. Ich habe seit dem letzten Mal übrigens den Server gewechselt, weil auf dem PS-Server ist so gut wie keine Person online und das finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich extra zum Server gewechselt, wo die Population ein bisschen höher ist. Ich habe mein Versprechen vom letzten Mal wahr gemacht und mir eine komplett neue Rüstung gemacht, beziehungsweise geholt. Die Handschuhe habe ich so bekommen. Ja, jetzt sind wir besser gewappnet und ich habe mein komplettes Ingame-Game für Materialien ausgegeben, was ich auch noch offscreen aufbrauchen werde, dass ich mal ein bisschen mehr Nahrung habe. Aber das mache ich, wie gesagt, offscreen. Auf jeden Fall, wir wissen, wo wir hin wollen, nämlich in die nächste Ebene. Mittlerweile weiß ich, wie man wirft, zumindest einigermaßen. Aber das hält uns nicht davon ab, links zu sein und jede Vase kaputt zu machen. Ich grüße übrigens auch alle Zuschauer, die mir später auf YouTube zuschauen werden. Der Typ dachte gerade, ich würde ihn winken. Wir lassen ihm mal in den Glauben. So, und in die Richtung müssen wir. Da findet unser neues Abenteuer statt. Ich könnte natürlich hier den Chat, also den Sprachchat für mich anlassen, dass ich die anderen höre. Aber ich denke mir, warum sollte ich? In den meisten Fällen höre ich kleine Kinder. Und ich will mir nicht deren Popelgeschichten anhören. Ich bin schon gespannt, was wir hier für neue Gegner treffen, ne? Also ich habe jetzt komplett die gehärtete Rüstung. Darunter eine offenbar Raritär. Wir sehen auf jeden Fall wieder diese Rangers. Die ist aber Level 15. Ich weiß schon, warum ich meine Rüstung geupgradet habe. Aua. Nein. Aus. Böse. Ich krieg dich down. Gewonnen. Okay, hier brauche ich auch immer diese Wolfsfänge. Ab und zu gucke ich auch mal so auf den Chat, um zu gucken, ob irgendwer neu dazu lurkt. Wie jetzt zum Beispiel. Ich tippe mal drauf, dass Yannick im Lurk ist. Weil ich auf dem Akadari-Town-Channel stream. Ich bin zu unfähig hochzuklettern. Was liegt denn da? Oh, ein Pilz. Bobbel, wobbel. Ich kann hier Pilze finden. Nice, dann kann ich mir demnächst doch so eine Pilzsuppe machen. Hallo Navarre. Vielen Dank für die Erfahrung, sage ich schon mal. Was ist meine nächste Aufgabe? Mit den Kristallen reden, also den Dingen da. Und ich sehe, dass die gut verteilt sind. Na, Shin? Okay. Einfach annehmen. Jetzt soll ich die Dinger nebenbei schlachten. Hätte ich sowieso gemacht. So, das Ding muss ich untersuchen.
So, drei fehlen noch. Das Ding erinnert mich an irgendwas. Ich komme gerade nur nicht drauf, was. Nein, wir legen uns mal nicht direkt mit mehreren an. Aber die Drachenfrüchte, die nehme ich gerne. Weil irgendwann kommt 100 pro ein Rezept, wo ich die brauche. Dass da oben drauf nichts ist, das wundert mich, ne? Ich kann ja von Weitem schon sehen, ob da was ist. Ich dachte, ich fliege runter. Und hier ist halt nichts. Hallo, ist da wer in weiter Ferne? Da oben ist ein Texturfehler. Und ein Wolf. Nee, von euch habe ich schon genug umgebracht in letzter Zeit. Da ist eine Tier. Das ist wieder so eine ich muss reinfliegen Tier. Ich hasse es. Das sind die nervigsten. Seht ihr, da vorne ist jetzt zum Beispiel mal ein anderer Spieler zur Abwechslung. Ich hab keinen Bock. Ich hab die Tier nicht erwischt. Es ist sogar Magier, der da unten rumrennt. Ich hab sie bekommen. Und einen Krieg angezettelt. Verreck! Okay, zwei ausgeschaltet. Bleibst nur noch du. Nein. Aus! Aua! Ich hab sie besiegt. Puh. Okay. Es war eine sehr schlaue Entscheidung, mich vorher aufzurüsten. Gucken wir mal, wo die Seilbahn hinführt. In meinem Verderben wahrscheinlich. Die geht echt weit, die Seilbahn. Oh, da kann ich fliegen. Will ich hier überhaupt irgendwie hochgleiten? Da ist eine Kiste. Ich hatte eigentlich vor, die Kiste zu treffen. Ich nehme mal die beiden Sachen. Und sammeln natürlich auch Pilze. Weil ich habe da vorne einen gesehen. So, da muss ich hin, da muss ich hin. Wo ist denn der dritte Kristall, der fehlt? Ich juck's am Auge. Hilfe! Ich bin den ganzen Weg runtergeflogen. Oh,
der heilige Kristall. So, zwei noch. Da ist einer, da oben fliegt einer rum. Wo willst du hin, Kollege? Ich will auf jeden Fall erstmal zu diesem Kristall. Da oben ist eine Statue. Muss ich mir merken. Natürlich hören wir uns auch die Informationen an, die es in diesem Spiel gibt, ne? Eine Biene? Interessante Nachricht. Dann kletter ich erstmal auf diesen Hintern hoch. Sorry, aber das sieht aus wie ein Ent, der zu groß gewachsen ist. Ja, feini. Oben auf dem Wasserfall ist eine Kiste. Ob ich dieser Kiste widerstehen kann? Finden wir es heraus. Nein, kann ich nicht. Wer hat gerade eine Sekunde geglaubt, ich würde dieser Kiste widerstehen? Ich nehme doppelt das Dust. Der hat wohl die Kiste hier noch irgendwie registriert, obwohl die schon längst weg ist. Da mal den Wasserfall runter. Lalala. Okay, nichts ist im Wasserfall drin. Und auch im Wasser selbst nicht. Ich bin bereit. Dich besiege ich doch mit Leichtigkeit. Einmal einfach durchs Gesicht gezogen. Hier ist offen meine Kampfzone. Hier will ich nicht bleiben. Ich will nur gucken, ob hier irgendwo eine Tier ist. Weil bisher habe ich nur eine einzige Halt gesehen in dem Gebiet. Ja, ja, schießt du mal weiter. Hündchen, komm her. Böse Frau. Aus. Auf dem Baum vielleicht? Der sieht halt so merkwürdig aus. Bäumchen, hast du kein Geheimnis für mich? Gekauft. Bin gespannt, wo ich lande. Hier oben, was will ich hier? Wieder durch die Map fallen wahrscheinlich gleich, ne? Das war ja schon so ein wunderschöner Moment.
Ich muss hier einmal komplett runter. Aber ich denke mir, dass hier oben schon irgendwas ist, wenn man hier hoch kann. Ich muss nicht mal sprengen, um hier hochzukommen. Ich kletter mal hier ganz hoch. Und guck einfach mal. Ich höre es doch klimpern. Da oben ist eine Seed. Also eine Tier. Solche Tiers mag ich, wo ich einfach nur hinklettern muss. Aber dieses Runterfallen, das mag ich nicht. Was meint ihr, ob ich von hier oben einen der Wölfe treffe? Also da besser gesagt einen von den Fatzken da unten. Ich kann nicht weit genug werfen, schade. Danke. Wo ist denn der zweite Kristall? Der soll da drin sein, aber da war der nicht. Habe ich den übersehen oder muss ich da irgendwie anders hin? Wahrscheinlich ist da eine Höhle auf der Seite. Wir werden ja gleich sehen. Ich höre das Ding doch. Wo ist es? Ist es auf dem Baum? Ich sehe da jedenfalls nichts. Nee, ich sehe da nichts glitzern. Und da ist tatsächlich eine Höhle. Hallo Wölfchen. So, da ist mein letzter Kristall, den ich mir angucken soll. Und hier ist auch eine Statue. Zwei sogar. Vier. Die sehen richtig schön aus. Würde ich mir in die Wohnung stellen. Aber jetzt will ich erstmal den Kristall da. Danke, dass ihr mich friedlich vorbeilasst, Mädels. Das ist sehr nett von euch. Immer schön mit euch Geschäfte zu machen. Da oben war irgendwas gerade. Ich glaube, das ist aber eher das Ende einer Seilbahn. Aber ich hatte was Blaues gesehen. Deine Ranger hat mich noch auf den Kika. Nee, ist das Ende einer Seilbahn. So, ich weiß ja, wo ich hin muss. Da oben drauf habe ich auch noch nicht geguckt, ne? Ich sehe eine Tier. War schlau, nochmal in dieser Richtung zu gucken, auch wenn ich gerade irgendwie komplett langsam vorbeikam. Okay, ich habe gesehen, wo.
Da unter dem Ast. Ich muss mir merken, der Ast da. Und ich meine nicht den vom Black Clover. Verstanden, weil der Hauptcharakter ja auch Aster heißt. Okay, hier will ich mich irgendwie runterhangeln. Geschafft. Da, solche Tiers mag ich. Welche, an die man gut drankommt. Und du nicht Timing brauchst. Diese Timing-Tiers, die sind gemein. Ich bin bereit für euch. Du willst Stress? Der wäre tot. Aus. Böse. Dass diese Ladies immer den Stress mit mir suchen. So, ich komme zu euch. Nee, warte, deine Quest war das nicht. Ihre war das, oder? At the High Tower. Ist das hier der High Tower? Nee. Wo ist denn der High Tower? Ich weiß noch nicht, wo der ist. Und die Karte ist halt auch null hilfreich. Das wäre etwas, was sie hätten updaten müssen. Die Karte. Dass man mal sieht, wie die ganzen Gebiete heißen. Da unten kocht einer. Mitten im ganzen Geschehen. Wo die Trollers rumhängen. Der ist mutig. Kommt, greift ihn an. Die warten wohl lieber, dass er fertig gekocht hat. Und weg ist er. Die ist Klimper, ne? Das ist immer wunderbar in den Ohren. Ich hab was mitgenommen. Also der Heiter scheint irgendwo dort zu sein, nehme ich mal an. Da muss ich ein gutes Stück laufen. Und ich brauche nur noch zwei Tiers, damit meine Ausdauer wieder ein bisschen besser. Das Schwert ist gerade weit geflogen. Ui. Spiel Schwerterweitwurf. Ich habe was getroffen. Hallo? Wollte schon sagen, komm zurück, Schwert. Nicht so gemeint. Da lang. Da muss ich wahrscheinlich sowieso später hin. Also kann ich da auch jetzt erstmal in Ruhe lassen.
brauche Ausdauer. Ja, das sieht mir nach einem Tower aus. Ich komme schon angeflogen. Oh, und da sind gerade richtig viele im Lurk. Ich habe gerade mal reingeguckt. Wenn ihr bemerkt werden wollt, müsst ihr was schreiben, sonst merke ich es nicht. Was kann ich mir hier denn basteln? Oder besser gesagt, woraus kann ich mir was basteln? Wieder diese Essenzen und die Wolfsfänge diesmal. Die sind jetzt aber, glaube ich, nicht so viel stärker als meine jetzige Waffe, oder? Warte mal, ich vergleiche mal die Beine mit denen, die ich hergestellt habe. Ich habe irgendwo ein Rezept eingesammelt. 176 gibt das. Und 198 gibt das. Das sind so 20 Punkte mehr. Nebenbei, was habe ich für ein Rezept eingesammelt? Und wann? Ich habe es auf jeden Fall mal gelernt. Wo ist denn die Frau jetzt? Ich soll doch hier irgendwo am Turm sein. Ich habe sie gefunden. Und neuer Fast Travel Point. Level up. Angenommen. Und angenommen. Ich muss durch Ringe gleiten und den gestohlenen Kristall finden. Aber vorher, es gibt auf jeden Fall eine neue Food Quest. Das kann ich jetzt schon sagen. Und da will ich mal reingucken. So, du hast auch 100 pro eine Quest für mich. Ich glaube, das Orangen-Karotten-Smoothie ist besser. Schade. Das war alles, was ich gucken wollte. Jetzt können wir wieder zurück. Wir haben noch lange was an dem Spiel, ne, Leute? Falls ihr gerade die Karte gesehen habt. Wir haben das Spiel noch nicht mal zu einem Viertel durch. Also ich will das nur noch mal zeigen. Kann ich irgendwo die Karte kleiner machen? Nee. Das ist das Gebiet, was wir bisher gesehen haben, beziehungsweise gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Streams es waren. Ich glaube 6 bisher, mit dem hier 7. Und wir haben gerade mal das Gebiet hier gesehen. Und das alles hier kommt noch. Da war ich einmal ganz kurz drin, das war dieses Piratengebiet. Also wir haben noch ordentlich was zu tun bei dem Spiel. Ich will das nur mal an dieser Stelle erwähnen. Wieso bin ich hier eigentlich am Ende der Welt? Ich dachte, ich spawn da hinten bei der Troller. Ach, auch egal. Alter, dicker Mann muss hier hoch. Ich würde gerne mal mehr Kisten finden. Auf dem Riesenbaum ist doch bestimmt auch was. Bisher sehe ich nichts. Und werde wahrscheinlich auch nachfolgend nichts sehen.
Ah, da sind die Ringe. Okay, das ist auch so eine Nebenquest, die könnten wir mal eben kurz gleich machen, wenn wir so auf dem Rückweg sind. Weil das müssen wir sowieso von der Basis aus machen. Hier ist doch 100 pro irgendwo eine Tier. Wo sind sie? Wo ist die Tier? Aus! Böse! Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast. Aber du frisst verdammt wenig Schaden. Ich mach nur 20 bei dir. Aua, aua, bin tot. War da drin wenigstens eine Tee oder eine Kiste? Wir werden es erst später herausfinden. Das ist Ring 1, definitiv. Machen wir die Quest zuerst. So. Sind wir schon mal hier? Weil ich glaube, ich bin für das Gebiet da vorne wieder mal zu schwach. Ich hab dich gesehen. Du kannst dich von mir nicht verstecken. Oder doch? Wo ist die hin? Hä? Was für da? Wie bist du denn runtergefallen? Okay, dann versuchen wir uns mal an dem Schmarrn. Ich muss einmal kurz Ausdauer auffüllen. So, jetzt muss ich durch den Ring da. Nicht runter segeln. So, erstmal in den Ring da. Da muss ich da hin. Das kann man in einem Rutsch schaffen. Es wäre nur schön, hätte ich jetzt nicht diesen Gebietsübergang gerade bekommen, ne? Weil der fliegt nämlich trotzdem weiter. Da fand ich jetzt mega ekelhaft von in dir Spiel. Ganz ehrlich. Hier sind echt viele von diesen Statuen und da unten ist eine Kiste. Ich fliege hier mal ein bisschen im Kreis, um Ausdauer zu füllen. Oh, ich will nicht runterfallen. Das wäre nicht nett. Als ob! Jetzt muss ich da hochklettern.
So, wieder da hoch. Weil ich anders nicht an den Ring komme. So. Ich hoffe mal, dass das reicht. Es hat gerade so gereicht. Ich habe geflattert, aber das hat auch nichts mehr gebracht. So, hier rüber. Ich weiß nicht, warum da einer lang geflogen ist. Der hat die Ringquest gemacht. So, und da hinten ist Ring zu, Nummer 10. Okay. Ich sehe schon, wie ich fliegen muss. So, da rein. Und dann fliegen wir noch da rein. So, die Quest ist geschafft. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren. Nur merken, nicht gegen die eine Troller kämpfen, die ist zu hoch. Vom Level her. Ich weiß nicht, ob die hier generell zu stark sind. Okay, ich soll die Reivos bekämpfen. Die natürlich viel zu stark sind. War ja klar. Und dann greift mich auch noch so ein doofer Wolf an. Schieß mich nicht runter, bitte. Okay, ich muss nur das schaffen, mit dem Kristall zu interagieren. Okay, es zählt auch, wenn man tot ist. Wo soll ich ein Ritual erfüllen? Da hinten. Ausgezeichnet. Okay, das Ritual kann ganz einfach bei der Basis abgeschlossen werden. Kann ich easy hinfliegen. Da ist sogar eine Kiste, die habe ich übersehen. Unga bunga, unga bunga. Ich weiß, wie unnötig das jetzt war. Das spawnt jetzt alles in die Wand, oder? Super! Was für eine tolle Kiste. Erstmal alles nach oben ziehen. Den brauche ich. Und das sind verbesserte Hände. Die nehme ich auch mal. Ich weiß nur nicht, ob vom vorherigen Gebiet oder von diesem Gebiet. Von diesem. Und sie sind deutlich besser. Nehme ich. So, erstmal hier runterklettern jetzt.
Hallo, ich habe ein paar deiner Questen erfüllt. Combo 2 gelernt. Ansonsten kann ich derzeit nichts machen. Muss erstmal grinden. Weil auch ihre Quest ist erst ab Stufe 14. Boah, habe ich mich erschreckt. Tauch doch nicht einfach so auf, Cyrus. Was soll denn das? Ich guck gerade mal kurz. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich machen soll, außer grinden. Wir könnten versuchen, noch irgendwie ein Tier zu finden. Da sind auf jeden Fall sehr viele Pilze, die nehmen wir mit. Steht direkt davor, kann ich einsammeln. Steht 20 Meter weg, ich kann einsammeln. Verstehe diese Logik. Ich finde es übrigens interessant, wie viele gerade da am Zuschauen sind, aber keiner irgendwie ein Wort von sich gibt. Kann ich dich besiegen? Du bist Level 14. Ich brauche XP. Danke. Kann ich mir eine bessere Rüstung aus euch machen? Haltet mal mit die Augen aus, schau hier, wo ein Tier sein könnte. Bis Level 16 kannst du knicken. Da ist ein Kampfgebiet. Das schaffe ich eh nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Gebiet ist, wo ich gerade gestorben bin, eine Tier irgendwo versteckt ist. Aber es halt eine Schwierigkeit ist, da überhaupt zu überleben, bis man sie gefunden hat. Los, geh die Welt auskundschaften. Wo könnte sich hier was verstecken? Am allerersten in dem Baum. Aber ich glaube nicht, dass ich in dem Baum was finde. Wäre ein bisschen zu einfach, wenn man in jedem Baum irgendwie ein Tier findet. Ich kann mir in einem der Gebäude vorstellen oder oben drauf. Nur darf ich mich dann nicht treffen lassen. Nicht hier! Ich wusste doch in einem Gebäude. Super, wenigstens eine sinnvolle Sache schaffe ich noch. Danach muss ich erstmal grinden. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin keine Gefahr für dich. Du brauchst mich nicht bekämpfen. Oh, da auch der Pfad ist auch ein Tier. Nein. Die sind Level 16, die packe ich nicht. Ich bin gerade mal Level 13. Ich hab's geschafft, ich bin oben. Okay, ich brauche Timing hierfür.
Erstmal gucken, es ist mehr auf der linken Seite. Das heißt, ich halte mich schon mal mit der rechten Hand fest. Da hat einer gerade in den Himmel geballert. So. Ich habe nur eine Chance. Nein! Ich hab's verkackt. Hab sie! Ist das ein Genuss, wenn man es geschafft hat? Ich bleib dabei, diese Timing-Version, die mag ich nicht. Und es sind halt wirklich immer diese Tiers, die so klimpern. Wenn ihr ein Klimpern hört, dann ist ein Tier in der Nähe. Mann, warum juckt's mich heute so an der Nase? Eine Nase will Aufmerksamkeit. So. Und wir wollen die natürlich direkt abgeben. Weil ich habe endlich genügend für ein Ausdauer-Upgrade. Was ich sehr gebrauchen kann. Also da ich so oder so erstmal grinden muss, nächste Woche dann wahrscheinlich kein Zenith. Da mache ich dann höchstwahrscheinlich stattdessen Neuter. Je nachdem. Weil ich muss wirklich erstmal grinden gehen. Es ist ein echt riesiger Unterschied, auf welchem Server man ist, ne? Was hier Leute angeht. Manchmal helfen sie einem auch. Also, ich habe einmal eine Welle irgendwo gestartet und dann sind mir da zwei zur Hilfe gekommen und haben mich die ganze Zeit hochgeheilt. Musste ich mich nicht selber healen. Geh doch einfach aus dem Weg. Das erspart die Ärger. Wieso lebst du eigentlich noch? Ich will doch nur da hinten hin und die Tiers abgeben. Naja, ich krieg ja das dadurch. Dass hier sich welche rumtreiben, ist kein Wunder. Und meine Ausdauer wurde abgegradet, ja. Das nächste Mal brauche ich 30 Tiers, ja. Und noch mehr suchen. Ich will jetzt übrigens mal gucken, kann ich mir das Pilzgericht jetzt endlich kochen? Das nicht. Und alles andere dadurch auch nicht, was mit Pilzen zu tun hat. Da brauche ich erstmal hier diese komische Suppe. Wovon ich keine Ahnung habe, welche das überhaupt ist. Okay, ich kann jetzt nicht wirklich noch weiter was machen, weil ich hab's ja schon ein paar Mal erwähnt, ich muss erstmal grinden gehen, vorher kriege ich da keinen Down, das habt ihr gesehen. Ich stelle mich mal hier an die Seite. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Follow bei mir auf dem Twitch-Channel da lassen oder auf dem Akadari-Town-Channel. Oder ein Abo auf dem YouTube-Kanal von mir. Da kommt das nämlich auch noch später hoch. Also da werde ich es hochladen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte.